Ja, meine Freunde, im ersten Teil ging es darum, den Baum an sich erstmal herzustellen. Und jetzt kommt alles andere. Jetzt wird das komplette Geldgeschenk fertig gebastelt. Viel Spaß dabei! Im ersten Teil ging es um die Herstellung des Bäumchens an sich. Von der Skizze über die Planung, die Herstellung der einzelnen Holzteile bis hin zum Verleimen. Ich verlinke euch das natürlich hier oben nochmal für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Und jetzt geht es an die feineren Arbeiten bis hin zum Fertigstellen des Geldgeschenkes. Zunächst einmal werde ich jetzt alle Kanten mit dem Dremel richtig schön abrunden. Ich möchte keine einzige richtig gerade Kante mehr haben. Auch die Äste werden von mir ein wenig natürlicher gestaltet, indem sie alle ein wenig abgerundet werden und ein bisschen knochiger aussehen. Ja, nach ein paar Stunden unter der Staubmaske habe ich es dann auch fast geschafft und alle Flächen sind so ein wenig abgekantet worden und ein wenig abgerundet. Den Feinschliff mache ich jetzt natürlich noch mal mit der Hand. Kleines Highlight habe ich mir noch ausgedacht, dass ich noch zwei Blumen aussäge und dann vorbereite für den Geldschein. Und auch hier benutze ich wieder mehrere Bohrer, bis ich das Loch auf der entsprechenden Größe habe, alles nur zum Schutz, dass mir das ganze Holz nicht wegspringt. Dann beschäftige ich mich mit der Grundplatte des Ganzen. Dazu benutze ich zwei unterschiedlich große Sperrholzplatten, die eine ist 8 mm, die andere 4 mm und säge diese zur selben Zeit erstmal aus in einer Form, so dass die Form bei beiden Platten genau dieselbe ist und trenne dann die beiden Platten wieder voneinander. In der etwas dickeren Platte habe ich mir jetzt Schlitze für 2 Euro Stücken angezeichnet und diese säge ich jetzt aus. Das Testen sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Und warum jetzt 2 Platten? Nun, ganz einfach. Wenn man die Platten dann übereinander legt und verleimt, dann können die Geldstücken nicht durchrutschen und stehen schön aufrecht in der oberen, etwas dickeren Platte drin. Dann wird das Bäumchen schön eingeölt. Und jeder, der schon Filme von mir gesehen hat, der weiß, dass das der Augenblick ist, an dem ich immer am meisten Spaß habe, weil dann die Maserung so richtig schön aus dem Holz herauskommt und man einfach die Farben viel schöner sehen kann, wenn das eingeölt wird. Damit sich das Bäumchen
Bäumchen richtig schön von der Grundfläche abhebt und die anderen Kleinigkeiten, die noch draufkommen sollen, bekommt meine Grundplatte jetzt 2 Schichten Palisanderlasur. Das ist eine wunderschöne dunkle Farbe, die ist wasserverdünnbar und verarbeitet sich deswegen ganz hervorragend. Damit man später das Geldbäumchen eventuell noch als Dekoartikel benutzen kann, wird es von mir nicht angeklebt an die Grundplatte, sondern es wird angeschraubt. Dafür mache ich mir natürlich wieder ein paar Bohrlöcher, um es dann von unten schön sauber zu verschrauben. Nachdem ich alle Geldscheine zu Ziehharmonikas gefaltet habe, werden diese jetzt an den Ästen angebracht. Man sollte auf jeden Fall immer dran denken, dass die Bohrung ja nur ein bestimmtes Maß hat und die gefalteten Seiten natürlich dieses Maß nicht überschreiten dürfen. Und dann werden sie geöffnet, so dass es aussieht wie bunte Blätter. An manchen Stellen bietet es sich auch an, die gefalteten Ziehharmonikas oben wieder zusammenzubringen und mit einem kleinen Stück Tesafilm die Ecken einfach zu verbinden und dann ist sozusagen nochmal ein wenig anders gestaltet das Ganze. Ja, und so kann man das auch zum Beispiel bei den kleinen Blumen machen, indem man oben dann die Ziehharmonikas wieder zusammenbringt und verbindet, dann entsteht ein ganz lustiges Bild. Zum Abschluss wird dann alles arrangiert. Die Geldstücke werden eingesteckt. Und alle anderen Kleinigkeiten werden auf der Grundplatte ein wenig befestigt. Man kann zum Beispiel auch dann noch ein kleines Highlight setzen, indem man eventuell weiß, was mit dem Geldgeschenk angefangen werden soll. Und dann könnte man zum Beispiel, so wie ich hier, einen kleinen Liegestuhl oder ein kleines Schiff oder ein kleines Flugzeug eventuell darauf noch mit arrangieren. Ja, meine Freunde, wir sind mit unserem Geldgeschenk, diesem Geld-Bonsai-Bäumchen, fertig. Und mir ging es hier bei dem Projekt auch darum, dass man, nachdem man das Geldgeschenk in dem Sinne benutzt hat, dass es trotzdem noch eine dekorative Idee bleibt. Und deswegen ist der Baum auch, kann man den abschrauben von der Platte und dann kann man ihn als Dekoartikel vielleicht sich noch irgendwo hinstellen. Ja, wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, wie es mir beim Basteln gemacht hat, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren und bis zum nächsten Mal verbleibe ich euer Andi aus der Holzkiste. Tschüss.